Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem kleinen, aber feinen Video hier aus dem City Driver, weil die ersten Workshop, die ersten Mods sind endlich erhältlich. Mehr oder weniger möchte man meinen, denn der Wagen, den ihr jetzt hier vor euch seht, der soll eigentlich ein VW Golf E-Verschnitt sein. So wurde er betitelt. Leider haben wir dasselbe Emblem, wie wir auch beim City Drivers haben. Und ich versuche trotz alledem mit euch mal gemeinsam zu schauen, was sind denn hier eigentlich im Großen und Ganzen überhaupt die Unterschiede. Haben wir überhaupt hier Unterschiede? Haben wir vom Grunddesign eigentlich einen gewissen Unterschied? Das werden wir uns mal angucken. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich mal die anderen Fahrzeuge mal kurz laden und werden uns mal, ja, im Endeffekt das Ganze angucken. Einziger Unterschied, der am Ende nur sein kann, ist es, dass es ein elektrobetriebenes Fahrzeug ist. Dementsprechend sollten wir keine Motorgeräusche haben. Aber wir schauen uns das jetzt mal im Großen und Ganzen an, ob es hier Unterschiede gibt. Das heißt, ich werde mal ganz kurz den eigentlichen VW Golf-Verschnittwagen, den ihr von Hause aus einfach mal runterladen und mal gucken, ob der irgendwie großartig anders ausschaut. So, zack, da ist er und ich muss ehrlich gesagt gestehen, viele Unterschiede sind hier ehrlich gesagt gar nicht. Also ich zumindest sehe hier keine TSI, steht auch hinten dran. Wir können uns mal gucken, wie denn eigentlich das Cockpit aussieht. Wie gesagt, das ist noch der Wagen, den wir von Anfang an vom Release hatten. Wir springen jetzt gleich mal rein in die Optik, wie es eigentlich wirklich jetzt bei dem sogenannten neuen Mod ausschaut. So, da sind wir auch schon und wir springen in 3, 2, 1. So, ja, der Riesenunterschied ist glaube ich gar nicht so da oder bis hin zu gar nicht. Jetzt kommt... Hab ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl? So, jetzt habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, dass irgendjemand es ein bisschen sehr gut meinte und versucht hat, die ersten Mods hier zu veröffentlichen, aber eigentlich nur den Namen geändert hat. Eieieiei, das ist natürlich jetzt auch wieder richtig schön. Im Übrigen kann ich euch schon mal abraten, diesen herunterzuladen, wenn ihr ein Lenkrad besitzt, weil es funktioniert mit dem Lenkrad so gut wie gar nicht. Da gibt es doch richtig dolle Probleme, da schaltet sich der Wagen immer wieder ab. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr mager. Wie gesagt, es kommt jetzt nicht von den Entwicklern oder Publishern. Die Modder haben mittlerweile die Möglichkeit, natürlich jetzt darauf zuzugreifen, über Workshop ein paar Sachen herunterzuladen. Wartet lieber doch noch ab. Ich werde wirklich versuchen, jedes Mal, wenn wirklich was Neues mal rauskommt, dies mit euch einfach mal gemeinsam anzuschauen und euch ein bisschen aufzuzeigen. Aber davon kann ich euch auf alle Fälle abraten. Dieses Fahrzeugmodell wurde einfach nur übernommen, vom Namen umgeändert. Höchstwahrscheinlich, wie man es vielleicht ein bisschen hört, da, Motor wurde einfach deaktiviert, dass ein Elektroauto ist. Er zieht auch wesentlich schneller ab. Also da wurde auf alle Fälle schon was gemacht. Die Beschleunigung, die ist verdammt gut und verdammt schnell, wie es beim Elektrofahrzeug sein soll. Aber es wurde eigentlich nur von Namen übernommen. Hier hat sich wirklich rein von der Optik im Cockpit nichts geändert. Von der Optik außenrum auch gar nichts. Es ist und bleibt dasselbe Fahrzeugmodell mit demselben, ich sag jetzt mal, selbst erfundenen Logo. Das ist ein bisschen sehr mager, das ist ein bisschen schade. Und aktuell, wie gesagt, läuft es auch nicht mit dem Lenkrad. Und ihr habt manchmal auch ordentliche Soundbugs. Das heißt, wenn ihr startet, dann hört ihr schon so ein bisschen, wie andauernd die Zündung immer angeht. Als würde ihr versuchen, ohne irgendwie großen Erfolg den Wagen zu zünden. Auf einmal zündet es wirklich, weil dann hört es an, als würde der Wagen explodieren. Wartet lieber doch ab. Wie gesagt, ich werde immer wieder mal ein bisschen reinschauen und hoffen, dass ich da wirklich euch was Schönes präsentieren kann. Das ist es in keinster Weise nicht. Das ist hier absoluter Müll. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kam, das jetzt hier unfertig direkt zum Release zu veröffentlichen. Das rückt das Ganze doch ein bisschen schlechter ins rechte Licht und dann weiß man auch, warum vielleicht manche Leute dann wieder so ein bisschen sauer sein werden, dass dann Menschen sagen, toll, jetzt sind die ersten Mods veröffentlicht und es ist genauso bescheiden wie das Spiel an sich. Gut, Freunde, gut, Leute, ich würde mal sagen, das war, wie gesagt, ein kurzknackiges Video. Ich bin jetzt hier noch mit dem Controller unterwegs. Wenn ihr Bock habt, ich merke es ja gerade selber, mit dem Controller ist es ein bisschen anders. Wir können viele Einstellungen einnehmen. Dann können wir gerne mal ein Video machen, wo ich mit euch versuche, die beste Einstellung für den Controller zu verwenden. Also, könnt ihr mal ganz kurz mal in die Kommentare schreiben, was stört euch an der Controller-Einstellung am meisten? Wo habt ihr am meisten Probleme, wenn es zum Beispiel um die Kurven nehmerischen Qualitäten anbelangt, 90-Grad-Kurven, 180-Grad-Kurven? Was nervt euch am meisten? Dauert es zu lange, bis das Lenkrad vielleicht wieder hier sich zurückdreht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und wir können mal auf einem separaten Video darauf zurückgreifen. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.